Die positiven Emotionen, die schönen Tore. Die negativen Emotionen, die harten Zweikämpfe. Los ging es mit den unschönen Szenen in der ersten Halbzeit, als Christian Jimenez und Alexander Mitreski aneinander geraten waren. Die beiden klaren Tätlichkeiten aber blieben ungeahndet. Kurz vor der Pause die Schlüsselszene. Mario Cantalupi und Ricardo Cabanas, die Hauptdarsteller. Die Emotionen drohten außer Kontrolle zu geraten. Cabanas und Cantalupi wurden beide vom Platz gestellt und auch nach dem Spiel waren die Emotionen noch nicht unter Kontrolle. Es war wieder mal so, dass der FCB muss gewinnen muss. Ich weiss nicht, von wo das kommt, aber alle müssen den FCB irgendwo als Erster sehen, sonst stimmt etwas nicht im Schweizer Fußball. Und es ist langsam wirklich lächerlich, weil es ist das dritte Mal in vier Spielen, wo wir benachteiligt werden. Und ich finde es wirklich eine Frechheit. Ich finde, es gibt Grenzen und die hat er überschritten. Und gut, ich kann auch nicht viel mehr von so einem erwarten. Alles, was der für seine privaten Probleme hat, finde ich, ist schon genug schlimm. Ich will da gar nicht gross über ihn diskutieren. Böse Worte gestern. Heute Morgen haben sich die Emotionen wieder etwas gelegt. Also ich habe Äußerungen gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Sicher das mit dem Privatleben, da wollte ich das wieder zurücknehmen und sagen, dass es mir leid tut, das gehört nicht zum Fußball. Und da stehe ich an und gebe es zu, das war ein Fehler von mir, das war wirklich schlecht. Aber eigentlich alles andere bin ich immer noch der gleichen Meinung, dass ich zu Unrecht vom Platz gefolgt bin. Wie denken Sie heute darüber, über die Situation? Ja, dass wieder ein Seich mehr war von mir in der letzten Zeit. Eine Nacht drüber zu schlafen ist mir nachher wirklich wie immer. Standort ist mir klüger leider. Ich glaube, die Fernsehbilder zeigen alles. Also da muss ich mich auch gar nicht ausreden. Ich finde es gut vom Ricci, dass er sich in dem Fall jetzt entschuldigt hat und auch drüber geschlafen hat und sieht, dass es ein Fehler ist. Wir sind, glaube ich, Mann genug, dass wir das unter vier Augen und sicher nicht, wenn Zeitungen und Fernsehen dabei sind, dass wir das wirklich mal schnell regeln miteinander, dass wir die besten Kollegen nicht mehr werden, das ist auch unklar. Aber wir haben, glaube ich, eine Aufgabe für die Schweiz, dass wir mit der Nationalmannschaft an die EM gehen nach Portugal und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt schlechte Harmonien bringen in einem Spitzenkampf, wo es halt Herd auf Herd geht und das geht in Basel immer etwas passiert, ist auch klar. Es müsste zwar nicht immer gerade wir zwei sein, jetzt sind wir es halt wieder. Also, ich sage nur, es tut weh, aber ich bin nachtragend und wir werden das schon klären. Die Wogen scheinen geglättet. Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen an das Champions League-würdige Schweizer Fußballderby.